Jo, und damit Hallöchen ihr Lieben, hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Demo Resident Evil 7. Jo, lang hat's gedauert, bis jetzt wieder der neue Part hier da, ja, bis ich den machen konnte. Zum einen die berühmten Feiertage, Weihnachten, bis hin zu Silvester von einer Verwandtschaft zur nächsten. Schlemmen wie im Schlaraffenland, mindestens 5 Kilo zunehmen, das ist Pflicht, das ist Weihnachten, das ist das Jahresende. Ja, auch ich bin leider nicht verschont geblieben, ich selber habe auch ein bisschen zugenommen. Freue mich schon auf die Fastentage, um wieder alles ins Gleichgewicht zu kriegen. Und zum einen hatte ich ja schon mal zwei weitere Parts aufgenommen. Ich weiß jetzt leider auch, wo ich die nächsten Teile quasi herkriege, was ich auch machen muss, was ich tun muss, um ein gutes und vor allem das einzige gute Ende hier rauszubekommen. Ob es mir gelingt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber der Such- und Lerneffekt fehlt jetzt leider. Den hatte ich ja schon, wie gesagt, zwei Parts jetzt vorher. Ich werde mich so dumm anstellen, wie es nur möglich ist, damit es so wirkt, als würde ich es noch nicht wissen. Wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Ja, ich laber schon wieder zu viel. Wir gehen in die Hocke. Wir aktivieren das da wieder. Komm her. So. Was war der Grund, warum ich die Parts wegschmeißen musste? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Als ich die Filmchen rendern wollte, schneiden und rendern wollte, frag mich bitte nicht warum, aber der PC konnte die Daten nicht erkennen. Jo. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund waren die Parts kaputt. Jojo, hatschst du nur. Ich weiß nicht mal, wie man sprintet. Das ist der Sprint? Aha. Das ist mir gar nicht auf. Ist das Sprinten? Nur leicht, oder? Das ist echt Sprinten? Mehr geht da, ne? Echt? Blödsinn jetzt, oder? Echt wahr? Wirklich? Ich drücke auf die Umschalttaste. Muss dann so passen, ne? Hallöchen! So. Ich habe ja auch eigentlich ein kleines Fehlerchen gemacht. Ich habe ja überhaupt alles nochmal versucht, ne? Naja, geht ja nur. Puppenfinger. Ich habe nicht gewusst, dass der da ist. Oh, ein Puppenfinger. Wie kommt denn der daher? Na, was wollte ich sagen? Sie ist mir tatsächlich den Faden verloren. Ja, ja, du mich auch. So, aufmachen. So. Genau, ich will die Waffe holen. Es gibt hier tatsächlich eine Pistole. Eine Pistole und die werden wir brauchen, um ein gewisses Viech, das wir schon kennengelernt haben, zu erschießen. Es ist die Frage, gibt es hier noch mehr Munition, die ich übersehen habe? Eventuell übersehen habe. Da gibt es hier echt gemein versteckte Pistolenkügelchen und ich fürchte, dass wir alle brauchen. Also so wie ich schießen werde, wenn ich so weit komme überhaupt, wird ja. Biep, biep, biep. Ja, oh, das Fötelchen, das Fotochen. So, weg damit. Servus. Ich frage mich, ob der Puppenfinger für das Fenster da oben ist. Das habe ich auch noch nie probiert. Der Kellerschlüssel. Und da hinten eine Pistolenmunition. Habe ich auch nicht gewusst. Oh, eine Pistolenmunition. Wahnsinn.
Ich probiere es das einfach mal. Vielleicht kann ich hier echt schon fliehen. Ich werde sterben wahrscheinlich. Vielleicht geht es hier echt. No. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem depperten Finger macht. Tschatschak, tschatschak, tschatschak. Tschatschak, tschatschak, tschatschak. Keine Ahnung, was mit dem Finger macht. Ich habe auch keine Puppe gefunden, wo ein Arm dran wäre, wo vielleicht der Finger fehlen würde, dass sich da was auslöst. Meh. Und ich glaube, als Mordwerkzeug haut das auch nicht so recht hin. So. Das haben wir. So, jetzt müssen wir in den Keller. Richtig. Vor dem Hinterwäldler braucht es euch noch nicht zu fürchten. Der tut noch nicht kommen, der wird uns später ein bisschen zigieren. Und ich weiß auch, wie man nämlich aus dem Keller fliehen kann. Ich bin einfach nur doof. Ich bin nicht gewalttätig, offiziell. Das merkt man wahrscheinlich auch, darum habe ich, ja, ihr werdet es dann schon sehen, wenn ich es soweit schaffe. Man muss nämlich dort nur was eintreten. Also rohe Gewalt anwenden. Das macht man so, wenn man in Panik ist, das ist ganz natürlich. Jo, und dann können wir auch das hier machen. Die Frage ist nur, ob ich das gute Ende zusammenbringe. Das ist halt, ja, das ist halt so, ne? Das ist eben, ja. Ja, du mich auch. Ja. So, Sesam, öffne dich. Das bist, glaube ich, du, ne? So. Weak. Ah, ja. Ah, warte, da war auch eine. Irgendwo eine Muni. Weiter unten, glaube ich. Ich gehe mal verkehrt runter. Da. Tada. Dann holen wir uns hier den Titerich. Den kennen wir eh schon. Führe die Axt. Jo. Vielleicht hilft sie ein bisschen. Kachang, da 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 bam bam da 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 bam. Hallo. So, dann gehen wir die Axt holen, dass wir wenigstens irgendwas zur Selbstverteidigung haben tun. 8 Pistolen Munition habe ich alle. Ich glaube 8 gibt's, ne, insgesamt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Hab vergessen. Ich schlag dich kaputt. Siehst du? Da. Dab, dab, dab. Wir laufen. Wir laufen. La, la, la. So, wir laufen. La, la, la. Ich werde sicher versagen. Also ich glaube nicht, dass ich das gute Ende zusammenbringen werde. Und was ich nur gerne haben möchte, ist einfach die Buffen, um das Viech drinnen zu erschießen. Um mir dann da drüben den Dachbodenschlüssel zu holen und übers Dach, über den Dachboden möglicherweise endlich in die Freiheit fliehen zu können. So, das will ich haben. Ja, halt die Gosch. Ja, mach auf den Dreck. Hilft dir nichts. Ja, sag einmal. Tritt ein die Tür, wenn es sein muss. Ich hasse es. Boah, Alter. Meine Güte. Jawohl. Auf. Mach auf den Dreck. Lauf. Lauf, um Gottes Willen. Habe ich die Kurbel? Mir bleibt das Herz gerade stehen. Habe ich die Kurbel genommen? Ihr werdet es gleich sehen. Oh. Wow. Habe ich sie? Ich hoffe, ich habe sie. Ja, ich habe sie. Gott sei Dank. Wow. Ey, das lief gut. Ich bin nicht getroffen worden.
Bitte, bitte, hoffentlich geht die Aufnahme. Ey, das muss dokumentiert werden. Das kriege ich nie wieder hin. Das war eine Meisterleistung gerade. Und tada! Da haben wir die Buffen. Mua! Ich habe das nicht gewusst. Oh, eine Pistole! Sachen gibt's. So. Jetzt können wir unten das Viech erschießen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung. Das geht nachladen mit R. Das machen wir sofort X. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe es offen und ganz ehrlich zu. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich zielen tue. Ah, rechts. Ich habe es nur probieren wollen. Einfach mit der rechten Maustaste zielen und dann hoffen, dass ich was treffe. Okay. Gut. Also, Viech erschießen. Runde 2. Das kriege ich nie wieder so schön hin, glaube ich. Alter. Der Vorteil ist nämlich, dass die Tür jetzt nicht mehr versperrt wird. Jetzt ist die Frage, ob der nochmal runterfällt irgendwo. Oder ob der schon da steht. Alter. Du Kackviech. Du Elendiges. Ma, Alter! Mir geht gerade die Pumpen. Man merkt es im Gesicht, denke ich, ne? Das muss schon knallrot sein. Ich hab so Schiss. Alter, es lief gerade so gut. Ich verhab. Okay, doch kein gutes Ende. Wow, ich habe auch keine Ahnung, wie man den erschießen kann. Ins Gesicht, denke ich mal, ne? F! Drück F! Nix, hat nicht hingehauen. F! Oh! Okay, das absolut schlechteste Ende. Das absolut schlechteste Ende. Kann ich noch schießen? Ich bin verreckt. Das ist noch besser. In den Kopf? Normalerweise in den Kopf, oder? Ich hab die Pistole gehabt. Nix gut, Ende. Scheiße. Wie viel hält denn das Sauviech aus, bitte? Hätte ich rauslaufen. Hätte ich rauslaufen können? Ich weiß es nicht. Kriege ich das nochmal so gut hin? Ich hoffe. Ich werde es jetzt mal den Part lang probieren, wenn ich es nicht hinkriege. Glaube ich. Hat es bei mir keinen Sinn. Ah, wenn ich es weiter probiere. So. Also. Dieses Kackviech, ey. Aber vielleicht muss ich es auch nicht umbringen. Vielleicht reicht es, wenn ich es nur zum Daumeln bringen würde. Vielleicht wird das schon reichen. Huch, Entschuldigung. So. Füffe. Die bringt es vielleicht gar nicht um. Die schau einfach, dass ich abhau. Das könnte ich auch probieren. So. Wir sprinten wieder. Den Finger lasse ich stehen. Da kann mir Buckel runterrutschen. Ich werde auch die Axt stehen lassen. Ja, ja, schon gut. So, füffe. Ich werde auch die Axt stehen lassen. Oder soll ich sie holen gehen? Ich weiß es nicht. Da-ra-ra-ra-ram-bam-bam. Kollerschlüssel. Buffe. Na, komm, Pistoli. Ra-ra-ra. Servus, die Damen. So, da. Runter. Da war normalerweise nichts, ne? Ja. So. No. Da drüben noch irgendwo ab Munition? Na. Weil theoretisch. Theoretisch brauche ich die Axt ja nicht, ne? Die Pistolenmunition könnte ich auch später holen, das wäre auch wurscht. Ja.
krieg das niemals hin. Vergiss es. Na, komm. Ja, ja. Wie gesagt, du mich auch. So. Was? Das haben wir wieder hinbekommen. Ich kann nichts sagen. Alter. Nix hier weg. Alter. Wow, Alter. Konzentriere dich. Boah, ich will da nicht mehr oben, ey. So, da war eh nichts drin, ne? Ich vergiss das immer. Ja, vielleicht da durchschauen immer. Müssen durchschauen tun. Da. Ich werde mit dem Buch erschlagen. So schaut's aus. Ah, schön. So. Munitionchen. So. Da. So. Kürbel. Kürbel. Da. Kürbel drehen. Da. Also so funktioniert das mal, ne? Alter. So funktioniert das mal, ne? Dass man mal für einen kurzen Moment unverletzt weiterkommen tut. Keine Ahnung, was die Spritzen da drinnen sollen. Wahrscheinlich alles Drogen, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, nachladen. So. Hallo. Ich brauche den depperten Schlüssel. Schlüsseli, Schlüsseli, tap, 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 tap. Ich mag das Viech nicht. Ich werde die wieder verrecken, wahrscheinlich. Ma, ich vermisse das Vierer, ey. Das war so cool. Da konntest du bei der Tür da stehen bleiben, ne? Dann konntest du die Tür auftreten. Warte, falsch erklärt. Du bleibst bei der Tür stehen. Dann merkst du, dass die Tür, dass jemand an die Tür klopft, ne? Weil jemand rein möchte zu dir. Und wenn es soweit war, konntest du einfach mit einem beherzten Tritt die Tür auftreten und den Gegner hat es mal ein bisschen nach hinten taumeln lassen. Ne? Dann konnte jemand schon besiegen. Das war schön. Ich habe oft Gegner nur mit der Tür kaputt gehauen. Das war echt lustig. Ich hatte meinen Spaß. Das ist hier etwas anders. Gerade. Scheiße. Was ist, wenn ich das Viech nicht umbringe? Was ist, wenn ich nur probiere, vorbeizuhuschen? Alter, ich hab die Hosen gestrichen voll. Ach, scheiße. Vorbei, vorbei. Lauf, 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 lauf. Ja, ich bin verletzt, aber ich bin noch nicht gebissen worden. Das ist schon mal sehr gut. Ich müsste nachladen. Das waren 7 Schuss. Ich habe 7 Schuss an dem Scheißviech vergeudet und das ist nicht mal hin. Ach, das soll mir doch ein Buckel rutschen, echt. Ich bin weg. Man soll nämlich unverletzt... Oh. Stimmt. Das ist das schlechteste Ende, glaube ich, das man haben kann. Wir sind verseucht. Ich darf mich nicht einmal treffen... Ah, halt die Goschen. Ich darf mich nämlich nicht einmal treffen lassen, weil ansonsten, ja, werde ich nämlich selbst zu einem Mistviech. Ja, ich huste schon. Ja, das ist gar nicht gut. Ja, 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 ja. Ich will wenigstens nur mal raus hier und draußen die Menschen verderben. Jetzt ist die Frage, ist das der Schlüssel für hier? Alter. Ich schaff's nicht mal so weit. Ist sie geil. Und jetzt? Sag mal hin. Das ist jetzt aber nicht sein Ernst, oder? Ah, schau. Servus. Du bist nichts. Nur ein Mann ohne eine Familie. Ja. Echt jetzt?
Infiziert. Ja, du bist infiziert worden. Zocki, du kannst nix. Glaubst, ich weiß das nicht? Ein Botschafterprogramm für Resident Evil. Jawohl. Jetzt ist die Frage, was sollen wir denn vertreten? Die Zombie-Partei, die Infizierten oder die Überlebenden? Oder den Helden? Vielleicht die Helden? Den Helden. Also, meine Lieben, so soll das funktionieren, nur nicht erwischen lassen, bitte, ja? Ich glaube, das Viech kann man nicht erschießen, oder? Oder doch? Ich nix haben Ahnung. Na los, steh auf. Na hopp. Eine Runde geht's hin raus. Einmal probier's noch. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu ungeschickt. Dieses Sauviech. So. Also. In die Hocke und ziehen. Jawohl. So, dann schlupfe ich durch da. Hol die Sicherung. Ich muss gleich niesen, glaube ich. Meine Nase kitzelt. Böse Nase, böse Nase. Schäm dich. Ja, geh nur. Nochmal die Tür auftreten, den nach hinten schmeißen, erschießen. Achso, ich habe die Buffen noch nicht. Genau, da war ja was. Ich kenne mich in dem Haus noch nicht aus. Nein. Ich war noch nie hier. Servus. Ja, bist fertig? Passt. Ja, rein da. So, geht ja. Da Schlüssele. Für den Keller, für den Keller. Ich bin mir noch nach wie vor nicht sicher, ob das jetzt, also ob das Viech da unten ein Familienmitglied ist, normal schon, ne? Ich weiß echt nicht, ob es jetzt wirklich die Frau ist, weil die ist ja auch spurlos verschwunden, ne? Oder ob es vielleicht eins der Kinder ist, ne? Man, aber es sollen nur zwei Familienmitglieder vermisst werden, ne? Müssen wir die mitnehmen? Ach, scheiß drum drauf. Zwei Familienmitglieder sollten ja vermisst sein tun, eigentlich, ne? Also wenn ich mich jetzt nochmal treffen lasse, ist schon wieder vorbei, eigentlich, ne? Wie gesagt, ich mache den einen Part hier, mache ich noch, und dann, überlasse ich das dann euren fähigen Händen. Ich glaube, ich werde das nicht fehlerfrei hinkriegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das fehlerfrei hinkriegen soll. Ich kann mir echt nur vorstellen, wenn ich den ins Gesicht treffe, dieses Mistviech, mit der Buffen halt, ne? Dass er dann so weit zurückdaumelt, dass ich, sagen wir mal so, dass ich, Servus. So. Ich kann das. Ich kann das. Wahnsinn, Zocki. Nicht schlecht, ey. Dreimal schon wenigstens in dieser Sache fehlerfrei rausgekommen. Bravo, Zocki. Bravo. Kann mir leider nichts davon kaufen. Also wie gesagt, da mache ich jetzt die letzte Runde draus. Auch was die Demo betrifft. Weil ich möchte nämlich dann noch gerne ein anderes LP machen tun. So, Reach. 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 Lugel, lugel, lugel. Kann man hier eigentlich auch was machen? Ich denke mal, das wird sein Sohn sein, der da drinnen liegt. Servus. Die Buffen. Yeah. Wie viel Munition? 6, da fehlt was. Oh, aber wo? Aber was? Aber wie? Wo habe ich das liegen lassen? Ah, ich weiß schon, die Treppe.
Die Treppe, die Treppe, die Treppe, oh je, da liegt sie normalerweise da. Hurra! Zwei. Hab ich? Passt? Nachladen? Sieben. Passt. Sieben und zwei sind neun, nicht acht. Die Zocke kann ich zählen. Ja, machst du auf, die hinten da, sackelt Zement. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass ich diesen Krüppel da zum Daumen bringen kann. Wenn ich ihn im Kopf erwisch. Na, ich krieg das nie im Leben hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ne. Echt jetzt? Hör auf. Ich bin unvermutet. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Bitte nicht verletzt werden. Bitte nicht sterben. Die Scheiße da unten mache ich nicht hin, das ist mir wurscht. Ich schaue, dass ich jetzt da abhauen kann. Ich bin unverwundet. Ich glaube, ich spinne. Aber hoffentlich ist das da der richtige Ausweg. Puh. Ich bin bewaffnet, alter Mann. Ich schieß dich weg, ich schwöre. Bitte lass das richtig sein, bitte lass das richtig sein. Ich will raus hier. Bitte, 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 bitte. Wo ist denn der Dreck? Als die Behörden das Haus durchsuchten, fanden sie weder eine Videokassette noch andere bekräftende Beweise für Mordfälle. Der Mann machte eine befremdliche, aber detaillierte Aussage, jedoch wurde ihm die Glaubwürdigkeit abgesprochen, nachdem eine kleine irgendwas und so weiter. Ja. Wahres Ende? Juhu, ich freue mich gerade. Aber wie schön. Jetzt haben wir insgesamt, glaube ich, drei Enden oder so gehabt, ne? Von sieben. Ah, schön. Ich freue mich gerade. Warte. Ja, 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 ja. Ach, schön. Boah, ist das cool. Nie getroffen worden. Also das haut echt hin. Buffen auf, einfach nehmen, um ihn zum Daumeln zu bringen. Dann im Eck verstecken. Nochmal anschießen, dann daumelt er nochmal. Im Kopf ist ganz wichtig. Und dann nehmt die Beine in die Hand. Einfach laufen. Boah, ist das cool. Ist das cool. Und am 24. geht's dann weiter, ne? Wir werden das Zeug let's playen, weil wir sind supi. Oh yeah. So, wie benenne ich denn den heutigen Part? Also diesen hier. Ich würde sagen, war das Ende, ne? Könnte man so sagen. Mei, ist das cool. Ah, ich freue mich gerade. 2 Minuten hätten wir noch, bis die 30 voll wären. Kann man noch irgendwas brabbeln? Ja, brabbel mal einfach was. Ihr Lieben, wie war denn euer Rutsch? Habt ihr es gut überstanden? Seid ihr gut ins neue Jahr gerutscht? Hoffentlich unfallfrei. Konntet ihr schon eure guten Vorsätze in Angriff nehmen? Also ich bin gerade dabei irgendwie, ja. Mein erster guter Vorsatz ist, dass ich meine kleine süße Mäusevilla fertig kriege. Naja, klein ist übertrieben oder untertrieben. Die wird insgesamt... ja, wenn ich jetzt das Erdgeschoss rechne, zweistöckig, also 3 Bereiche, das zeige ich euch alles noch, oh yeah. Ja, wann ich es euch zeigen werde, ist dann, habe ich eh schon mal gesagt, beim 100 Abonnenten Special, da werdet ihr das sehen dürfen, wo meine 3 Mäusedamen dann leben werden. Ich hoffe, es gefällt ihnen. Ich habe mir da extra viel Mühe gegeben, dass es auch schön Mäuse artgerecht ist, noch mal mehr als eh schon ist und dass sie viel zum Entdecken haben, viel zum Erkunden haben, dass ihnen auf keinen Fall langweilig wird. Jo. Vor allem die Tanja, die ist sowieso, die ist ganz narrisch. Also Klettern und so weiter, die ist ein Hammer. Ne, überall wo sie rauf, kommt rauf. Und mittlerweile ist sie schon so vertraut, da hechtet sie zum Teil schon einfach etagenweise hoch. Also sie nimmt nicht mehr die Wege, die man so mit Rampen oder so macht. Die nimmt gleich den direkten Weg nach oben. Das schaut so lustig aus, muss ich echt sagen. Voll niedlich. So, jo, das wäre mein erster guter Vorsatz. Der zweite ist, dass ich endlich Resident Evil die Demo geschafft habe. Yay! Mit gutem Ende. Ich kann es nicht glauben. Bah, Alter.
Bin ich glücklich. Bin ich glücklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schön hinkriege. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr Freude und Spaß an der Demo habt. Ladet es euch runter, wenn ihr Steam habt. Steam kostet selber nichts. Einfach Steam installieren und dann könnt ihr ohne Probleme die Resident Evil Demo euch runterladen. Ich glaube, über 3 GB hat sie gehabt. Dauert halt ein bisschen, aber ihr könnt da nach Herzenslust euch durchquälen, ich meine durchsuchten und alle möglichen Enden herausfinden. Vielleicht wisst ihr dann ja, wofür dieser Puppenfinger gut ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwo ein Fenster oder ein Dürdel, wo man rein und raus könnte. Keine Ahnung. Ich nix wissen. So, die 30 Minütchen sind voll. Wir haben es geschafft. Ich bin echt glücklich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin echt glücklich. Und ja, euch wünsche ich alles Liebe, alles Gute und vielen lieben Dank, dass ihr mir hier zugeschaut habt, mich erduldet habt, mich ertragt habt. Und ja, wie gesagt, wenn euch die Demo gefällt, spielt sie auch. Kein Problem, ihr könnt sie auf eure Art und Weise zocken, überhaupt kein Thema. Mit eurem Tempo, mit eurer Genauigkeit, ihr werdet sie sicher noch besser erkunden und erforschen, als ich es getan habe. Und ihr werdet es bestimmt auch auf alle möglichen Enden, also überhaupt alle Enden, rausfinden. Jo. Also, somit bedanke ich mich nochmal von ganzem Herzen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!